damals. Das zählt nicht, das ist ein Lied. Der liebe Paddy hat unsere tolles Ding gewonnen. Die habe ich gar nicht greifbar, du kriegst nicht sofort. Ach so, ich habe noch was von euch. Hier, bitte, bitte. Oh ja. Ach ja. Ist noch ein paar Dinge von der Bühne. Ja, noch was? Ins Gesicht. Wie viele Armbänder möchte ich mir auf zum Zerstören? Ja. Boah, ihr beiden, eure geht immer kaputt. Genau. Und alle anderen bekommen natürlich auch das versprochene Leichenfoto von von mir. Gruselig, wenn die Leiche selber. Ja, und ansonsten hättet ihr noch Bock auf eine Zugabe. Soll was noch rufen? Das ist schlecht. Weil wisst ihr, bei so einem interaktiven Theaterstück ist die Zugabe auch direkt. Wir kommen jetzt auf euch runter. Mit gehacken, mit gefackelt oder so. Oder andersrum. Ja, siehste. Immerhin. Wer noch flüchten möchte, kann jetzt flüchten, ansonsten ist vorbei. Guck von dem Flüchten. So, ihr lieben Schnurren. Oder alle. Alexa, ich schalte das Wahllicht an. Jawohl. Also wisst ihr, ihr erinnert euch vielleicht noch an den Pac-Man-Song. Nur vielleicht. Ja, klar. So, wer möchte, darf aufstehen. Die anderen können auch sitzen bleiben und klatschen. Und ich möchte jetzt die beste Tanzanlage von euch sehen. Wir tanzen natürlich mit der Tante. Zu unserem tollen Pac-Man-Song. Weil es mich einmal sieht, ich bin gar nicht da. Nein. Ja, natürlich. Moment. Ich kann auch nicht. Ich hab nicht mehr gesehen. Ne? Ich weiß nicht, wirklich. So, hallo! Okay. Ein bisschen heller, man sieht euch kaum. Nochmal was? Hallo! Heller! Einfach komplett, einfach komplett an. Ich meine Hose hochziehen. Ich komme auch nicht hin. Nein, ja. Man hat nichts gesehen. Ist alles ab. Was ist das denn? Ja. Oh! Erstmal, ich komme erstmal nach Hause, ja? Okay! Dann einmal J1, bitte. Was? J1? J1, Treffer. Welches erstmals am 22. Mai 1980 von Namco in Japan als Pac-Man für Arcade-Automaten veröffentlicht wurde. Weil wir nämlich tatsächlich Spieler 7 heute zu Hause gelassen haben. Spieler 8 ist zu Spieler 7 geworden. Oh. Ja, es läuft normalerweise immer ein bisschen anders ab, hat unsere KI auch gesagt. Das heißt, wenn ihr das nochmal gucken solltet, ihr habt nur noch eine einzige Chance, wenn ihr das nochmal gucken solltet, dann läuft das vielleicht ein bisschen anders ab. Mal gucken, je nachdem, wie halt auch die Spieler dann so drauf sind. Wenn so ein Angsthase bei Minecraft drin ist, könnte das ein bisschen anders ablaufen. Okay, dann würde ich sagen, danke, Nikon. Wenn ihr wissen wollt, wo wir noch auftreten, darf man das auch? Bestimmt, vielleicht? Wir machen das einfach in Dortmund auf einer kleinen Coin am 25. Ich weiß schon, sag's lauter, bis wir es nicht sagen. Tadaima ist danke. Genau, also falls ihr da irgendwo noch unterwegs seid, wir gucken auch noch, dass wir auf jeden Fall ganz viele Clips auf YouTube veröffentlichen. Dann auf jeden Fall Dankeschön, Nico!